Ja, hallo, liebe Pfeifenfreunde auf YouTube. Heute möchte ich mal den Holly's Discovery reviewen, aus dem ganz einfachen Grund. Erstens hatte ich es schon angekündigt, auch in dem anderen Video. Und zum Zweiten habe ich hier auch noch nichts großartig über den Tabak gefunden, nur online bei tobacco-review.com oder so ähnlich. Ja, warum möchte ich über diesen Tabak überhaupt was erzählen? Erstens mag ich ihn sehr. Zweitens mag ich ihn und drittens bin ich der Meinung, dass er teilweise etwas unterschätzt wird oder überschätzt, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Noch eins vorneweg zu diesem Thema Reviews oder Tastings oder wie immer man das auch nennen mag. Wenn eine Person, also meinetwegen ich, ein Review macht über einen Tabak, dann ist das Ganze natürlich immer subjektiv geprägt. Das hängt von vielen Faktoren ab. Erstens von vielen Assoziationen, die man mit be bestimmten Geschmacksaromen verbindet. Oder hängt auch zum Teil von so banalen Sachen ab. Was hat man vorher gegessen, was hat man getrunken und so weiter und so fort. Deshalb bemühe ich mich immer bei meinen Reviews oder bei meinen damals auch diesen Zigarren-Tastings von Eindrücken zu reden oder so wie ich es empfinde. Und nichts von dem, was ich sage, ist Ultima, sondern es sind meine Eindrücke. So, kommen wir zum Tabak. Der Tabak präsentiert sich, ja, jeder kennt sie oder man hat sie vielleicht schon gesehen, in diese Tabakdosen von DTM, Holly's Discovery, eigentlich ja, eine schlichte Verpackung mit diesem knallig roten. Weiß nicht, ob das als Signalfarbe gelten soll oder wie auch immer. Drauf steht Extraordinary. Bestimmt, dieser Tabak ist Extraordinary in der Form, dass er ja, geschmacklich und vielleicht vom Aroma her, vom Raumduft, schon ein bisschen raussticht aus den üblichen Latakia-Tabaken. Ja. Präsentieren tut er sich als relativ lockere Flakescheiben. Ich hole ihn mal raus. So, das Ganze sieht dann in etwa so aus. Ja, sie sind recht dunkel. Ich halte es mal so ein bisschen gegen das Licht. Mit ein paar helleren Spränglein drin. Das ist dann, also ich gehe mal davon aus, dass das der Virginia ist. Dieser Tabak beinhaltet wirklich nur Latakia und Virginia. Also ich habe da nichts von Black Cavendish oder Burley oder irgendwas anderem bisher wahrgenommen. Sondern es ist wirklich, denke ich mal, so wie es auch beschrieben ist bei DTM, eine reine Latakia und Virginia-Mischung. Der Duft aus der Dose ist, ja. Also für Latakia-Tabake nicht ungewöhnlich, natürlich sehr rauchig, aber er ist halt ja, rauchiger als bei vielen anderen Latakia-Mischungen, die ich kenne. Wesentlich rauchiger als von Germain's, dem Special Latakia Flake oder auch bei diversen HH, diesen Vintage Syrian zum Beispiel oder ähnlichen Sachen. Wobei dort ja bei vielen Tabaken auch immer noch ein gewisser Anteil an Orient enthalten ist. Den Orient habe ich bei diesem Holly's Discovery bisher nicht feststellen können. Ja, wie gesagt, es riecht sehr rauchig, ledrig, erdig und ja, weiß ich nicht. Also bei mir ist es immer so, dass dieser Tabak oder dieser Geruch dieses Tabaks, der hat auch irgendeine gewisse Weiche. Assoziieren tue ich das immer so ein bisschen mit zerlassener Butter. Also irgendwie ganz komisch. Also irgendwie sowas cremig-weiches oder so, keine Ahnung. Das Ganze findet sich bei dem Tabak auch im Rauch wieder. Also er lässt sich sehr gut in die Pfeife einbringen, ob man ihn nur aufrubbelt oder ob man jetzt die Knick- und Faltmethode verwendet. Überhaupt kein Problem. Wenn man ihn aufrubbelt, nicht wundern,
da bleibt dann meistens, oder wenn man ihn so zerrubbelt, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, da ist Sand drin oder so. Ich weiß nicht, was es ist, ob das dieser Latakia ist, der dort so feinbrüselig dann herauskommt. Keine Ahnung, aber ich nehme mal an, stark ja, weil es ist sehr schwarz. Und wie gesagt, er lässt sich sehr leicht einbringen, lässt sich auch leicht entzünden und er raucht sich sehr kühl. Also ich habe es noch nicht geschafft, diesen Tabak wirklich heiß zu rauchen, respektive, dass die Pfeife wirklich heiß wird. Es ist auch so, dass dieser Rauch ist, ja, wie vorhin schon gesagt, bei diesen Assoziationen, dieser Tabak bei mir weckt, auch sehr, sehr cremig. Also es ist wirklich weich. Also, ich weiß nicht, wie ich das alles also beschreiben soll. Er hat natürlich diese Latakia-typischen Aromen enthalten. Also er ist sehr rauchig, etwas ledrig, ein klein wenig dunkle, ja, Erde, so wie man sie kennt, wenn so im Frühjahr die Äcker frisch umgepflügt werden, so schwerer Boden. Der Raumduft entspricht natürlich auch dem Ganzen, wobei hier durch diesen fehlenden Orientanteil dieser Raumduft meiner Meinung nach nicht ganz so aufdringlich ist wie zum Beispiel beim Red von Red Race, wo ja auch eine gute Portion Orient mit enthalten ist, oder beim Squadron Leader von Samuel Gavith. Diese Tabake, so sagt auch meine Frau, sind wesentlich intensiver im Raumgeruch. Also, wenn sie das sagt, okay, da sie kein Pfeifenraucher ist und schon gar nicht Latakia-Tabak geraucht oder ähnliches, glaube ich ihr das mal. Wenn man selber raucht, dann ist die Wahrnehmung ja doch etwas anders. Es gibt Leute oder einige sagen, dieser Tabak ist langweilig. Ja, gut, okay, er ist nicht so im Rauchen, also wenn ich die Pfeife rauche, macht er keine große Evolution durch. Muss er auch nicht, weil ganz ehrlich, und das ist meine Meinung, wenn ein Tabak in einer Pfeife von vorne bis hinten gleich lecker schmeckt, ist mir das völlig egal, ob da zwischendurch noch tausend Nuancen zum Vorschein kommen oder ob er einfach nur so bleibt, wie er ist. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es muss auch Tabake geben, die nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, ein großes Bohai erfordern, in der Form, dass man sich da eine Stunde oder anderthalb Stunden hinsetzt und eine große Philosophieabhandlung im Kopf durchnimmt, was jetzt gerade in diesem Tabak bei jedem zweiten Zug zu erschmecken wäre. Und so ein Tabak ist dieser, der Hollis Discovery. Er ist einer, den stopft man in die Pfeife, zündet ihn an und raucht ihn. Gut, fertig. Also da ist nichts Großartiges, worauf man achten muss. Er schmeckt in den ersten paar Zügen genauso wie in den letzten Zügen. Das Einzige, was dort etwas zunimmt, ist die Stärke. Also er wird auch nicht bitter. Er hat eine leicht unterschwellige Süße. Ja, das war's. Ansonsten halt diese Latakia-typischen oder Latakia-typischen Geschmacksrichtungen. Was ich noch dazu sagen wollte, ist: Ich habe eine spezielle Pfeife für diesen Tabak auserkoren, weil durch diesen speziellen Prozess, dass hier so wie bei Dunkpipe auch beschrieben wird, diese Latakia und die Virginia-Tabake zusammengepresst werden. Ich weiß nicht, ist es so, dass er in einer Pfeife meiner Meinung nach doch schon ein ziemliches Crossover erzeugt. Und deshalb habe ich halt, wie gesagt, eine einzige Pfeife für ihn auserkoren, in der ich ihn auch rauche. Und damit ist es gut. Also einen leichten Aromaten oder einen zarten Virginia Flake hinterher in dieser Pfeife zu rauchen, ist hoffnungslos sinnlos. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man schmeckt dann gar nichts mehr von diesen Tabaken. Ja, das war es eigentlich auch schon. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ich hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen von diesem Tabak leider überzeugen nicht konnte, aber vielleicht ihn näher bringen konnte. Vielleicht auch den einen oder anderen davon jetzt abgehalten habe, diesen Tabak überhaupt zu bestellen oder ihn mal zu probieren. Ich weiß es nicht, das müsst ihr alle selber entscheiden. Und in diesem Sinne sage ich so long und bis die Tage. Tschüss.